Und wieder mal heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier beim Arzenberger Online-Kanal, liebe Freunde. Schön, dass ihr auch diesmal wieder mit am Start seid und euch mein neues Video anschaut. Falls ihr neu auf meinem Kanal sein solltet, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr unten rechts in der Ecke auf den Abo-Button klicken würdet. Somit abonniert ihr meinen Kanal und verpasst kein Video mehr, welches ich in Zukunft hier für euch rausbringen werde. So, wie immer, wir fangen sofort an. Ich habe mal wieder was Lustiges, Ungewöhnliches, Cooles, weiß ich nicht, besorgt. Und zwar ist das von der Firma Power Bears Deluxe der Beauty Collagen Snack mit Prosecco Geschmack. Ja, was soll man sich darunter vorstellen? Ich hoffe, man kann das hier halbwegs erkennen. Das sind Gummibärchen, die nach Prosecco schmecken sollen. Das Ganze ist hier noch angegeben als glutenfrei, laktosefrei und reich an Vitamin C. Gefunden habe ich das Ganze im Internet bei World of Sweets, wo ich in letzter Zeit sehr oft bestelle. Das ist wie immer kein Product Placement, keine bezahlte Werbung, sondern einfach nur ein Testvideo von mir für euch. Ich habe die Dinger, wie gesagt, für mich gekauft und habe hier nichts gesponsert bekommen oder ähnliches. Bezahlt habe ich dafür 2,49 Euro und das ist eine 100 Gramm Packung. Ja, ich bin sehr gespannt, wie die jetzt gleich schmecken werden. Was mir schon mal positiv auffällt, ist, dass wir hier einen Zip-Verschluss haben. Das bedeutet, das Ganze ist wieder verschließbar. Wir können die aufmachen, ein paar rausnehmen, wieder zumachen. Ja, so bleiben die auf jeden Fall lange frisch. Das gefällt mir. Jetzt gucken wir uns die Abenteuer der Rückseite an, wie so oft. Wir haben eine Nährwerttabelle, wir haben unsere Zutaten. Ich hoffe, man kann das hier halbwegs lesen, wie immer. Wer sich dafür interessiert, kann natürlich an dieser Stelle gerne Pause machen oder geht auf die Herstellerseite und guckt sich das Ganze nochmal in Ruhe an oder wie auch immer. Aber wer mich in meinem Kanal kennt, der weiß ganz genau, es geht nur um eins und das ist der Geschmack. Deswegen öffnen wir die jetzt mal. Oh, ziemlich schwer auf. Ja, schon mal komisch abgerissen, egal. Wir öffnen mal. Ja, alle dieselbe Farbe. Okay. Sah jetzt auf der Packung anders aus, ehrlich gesagt. Nun gut, das muss ja nichts heißen. Ich hoffe, sie schmecken trotzdem. So, ich hoffe, man kann das hier halbwegs erkennen. Ich würde jetzt sofort mal wieder zum Geschmackstest übergehen. Ja. Erstmal jetzt ganz normale Gummibärchen, würde ich sagen. Na, ich weiß nicht, Prosecco. Probieren wir mal noch einen. Ah, doch, jetzt, ja, okay. Ja, so ein bisschen auf jeden Fall. Also jetzt nicht irgendwie mega extrem oder so. Ja, doch, aber man kann es auf jeden Fall rausschmecken. Ja, ist auf jeden Fall relativ lecker. Ein bisschen ungewöhnlich, sage ich jetzt mal, geschmacksmäßig. Aber auf keinen Fall ekelhaft oder so. Ob ich die jetzt nochmal für mich kaufen würde, weiß ich nicht. Wie gesagt, 2,49 € für 100 Gramm. Naja, muss jetzt nicht unbedingt sein. Wie gesagt, den Geschmack muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Aber kann man auf jeden Fall mal machen. Vielleicht so als kleines Geschenk oder so für jemanden. Ganz witzig auf jeden Fall. Sieht man ja auch nicht alle Tage hier in Geschäften oder so. Deswegen, okay. Von mir gibt es auf jeden Fall einen Daumen zur Seite. Ja, wie gesagt, kann man machen auf jeden Fall. Schreibt mir mal was dazu in die Kommentare. Kennt ihr die? Würdet ihr die auch kaufen? Was würdet ihr damit machen? Selber essen oder verschenken? Oder wie auch immer, ich freue mich über jedes Kommentar. Ich lese alles, ich antworte auf alles. Damit würde ich sagen, das Video endet an dieser Stelle. Wie immer, wem das Ganze gefallen hat, einen Daumen nach oben für mich. Wenn nicht, natürlich einen Daumen nach unten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Arzenberger.